Hi, Omri. Guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ich Sie heute Abend hier in der Böll-Stiftung in vollem Haus und online am Livestream begrüßen darf zu einem Gespräch zwischen der diesjährigen Hannah-Arendt-Preisträgerin Mascha Gessen und dem Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung Imme Scholz und Jan-Philipp Albrecht. Mein Name ist Tamara Orr. Wir sind heute hier, da am letzten Samstag der Hannah-Arendt-Preis an Mascha Gessen verliehen wurde. Es gibt auch nachher noch genug Zeit für Applaus. Wir sind heute hier, weil der Preis verliehen wurde. Wir sind aber auch hier, weil der Vorstand Imme und Jan an der Preisverleihung nicht teilgenommen haben, wie ursprünglich geplant. Grund dafür war ein inhaltlicher Dissens zwischen dem Vorstand und Mascha Gessen anlässlich eines Essays, den Mascha Gessen am 9. Dezember im US-amerikanischen Magazin The New Yorker veröffentlicht hat. Über diesen Essay und auch über den Dissens wollen wir heute gemeinsam sprechen. Dissens war für Hannah Arendt eine intellektuelle Tugend. Und so freue ich mich, dass wir dieser Tugend hier heute auch Raum geben. Und ich freue mich vor allem auch, dass wir dadurch, dass wir das Gespräch führen, zeigen, Dissens ist für uns nicht Anlass, uns voneinander abzuwenden, sondern eine Einladung, ins Gespräch zu kommen miteinander. Hannah Arendt hat immer wieder den freien politischen Diskurs angemahnt und genau den wollen wir heute auch führen und wir wollen ihn ganz bewusst öffentlich führen. Dieses offene Gespräch ist für alle Beteiligten aber auch ein Wagnis. Hannah Arendt hat selbst immer mit Bezug zu Karl Jaspers vom Wagnis der Öffentlichkeit gesprochen. Sie hat aber auch gesprochen vom Mut als politischer Kardinaltugend. Und so will ich damit beginnen, mich jetzt auch nochmal zu bedanken bei Mascha Gessen, bei Jan und bei Imme, dass ihr den Mut jetzt aufbringt zur öffentlichen Debatte. Und das ist in der Tat auch ganz im Sinne des Hannah-Arendt-Preises, der nämlich 1994 ins Leben gerufen wurde und mit dem Personen geehrt werden, deren Wirken und Werke in der Tradition Hannah Arendts zu öffentlichem politischen Denken und Handeln beitragen und der sich ganz explizit an Personen richtet, die das Wagnis Öffentlichkeit angenommen haben. Wir wollen in der Diskussion erstmal alle zusammenholen und erstmal fragen, was ist eigentlich passiert, fragen, warum hat sich der Vorstand entschieden, nicht an der Preisverleihung teilzunehmen. Wir wollen dann im nächsten Schritt in den Essay einsteigen und schauen, wo der Dissens liegt. Und ich würde gerne das Wagnis eingehen, ganz am Ende auch nochmal zu fragen, ob es auch einen Konsens gibt. Gibt es eigentlich Dinge, die der Vorstand und Mascha Gessen auch teilen? Wir haben für dieses Gespräch leider nur eine Stunde Zeit und das bedeutet auch jetzt schon, wir werden das Gespräch heute beginnen, aber ganz sicher nicht beenden. Das Gespräch wird in deutscher und in englischer Sprache geführt. Falls Sie nicht beide Sprachen sprechen, hoffe ich, haben Sie jetzt einen Kopfhörer. Online wird das simultan auch übersetzt. Und wir steigen ein. Zunächst einmal ganz kurz, der Preis wird getragen vom Verein Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken. Er wird verliehen in Kooperation mit dem Senat der Freien Hansestadt Bremen, mit der Heinrich-Böll-Stiftung und mit der Landesstiftung der Heinrich-Böll-Stiftung in Bremen. Über die Vergabe des Preises, der mit 10.000 Euro dotiert ist, entscheidet eine unabhängige Jury. Und diese Jury hat uns per Pressemitteilung mitgeteilt am 3. August, dass die diesjährige Preisträgerin Mascha Gessen ist. Liebe Imme, lieber Jan, bevor wir in die Inhalte des Essays und eure inhaltlichen Gründe einsteigen, könnt ihr uns kurz vielleicht sagen, Imme, vielleicht fängst du oder Jan, fängst du an, warum wir die Debatte heute in der Böll-Stiftung führen und nicht letzte Woche im Rahmen der Preisverleihung?
Vielen Dank. Zunächst einmal auch meine herzliche Gratulation und auch die von Imme Scholz für diesen Preis. Und auch der herzliche Dank, dass Sie hier heute bei uns sind und die Einladung angenommen haben, die wir schon vor der Verleihung in Bremen ausgesprochen haben. Wir werden für zwei Dissense kritisiert. Der erste Dissens ist der, der eben genannt wurde, zu den Aussagen oder zu einigen Aussagen in dem Essay im New Yorker von etwas über einer Woche. Und der andere Dissens ist dazu, dass wir die heutige Debatte, dieses Gespräch angesetzt haben und Sie eingeladen haben. Beide Kritiken sind sehr vehement vorgetragen und an uns herangetragen und wir nehmen das an. Gleichzeitig haben wir uns eben aus der intensiven Beschäftigung mit den getroffenen Aussagen in diesem Essay dazu entschlossen, als Heinrich-Böll-Stiftung nicht an der Zeremonie in Bremen teilzunehmen und stehen auch dazu, dass es möglich ist, eine solche Haltung einzunehmen und gleichzeitig auch die Haltung einzunehmen, dass man darüber reden muss. Und dass wir diese Veranstaltung hier heute Abend machen, dass wir dieses Gespräch führen, soll Ausdruck dessen sein und soll tatsächlich der Versuch sein, auch ein Gespräch nicht nur über die Sache, über die wir streiten, sondern auch über die Form, wie wir mit Dissens und Streit umgehen, zu führen. Das ist überfällig, dass wir diese Diskussion führen und ich bin froh, dass wir das jetzt gemeinsam beginnen. Dem schließen wir uns an und dass der Raum so voll ist, glaube ich, spricht auch dafür, dass viele jetzt froh sind, in die Debatte einzusteigen und maßgeblich geht jetzt auch noch mal ein Dankeschön an Mascha Gessen, dass sie für die Diskussion auch extra angereist ist, was keineswegs selbstverständlich ist, dafür vielen Dank und auch noch mal herzlichen Glückwunsch zum Preis. Mascha Gessen, Sie haben am 9. Dezember einen Essay im New Yorker veröffentlicht, der den Titel trägt »In the Shadow of the Holocaust«. Darin erzählen Sie uns auch von dem persönlichen Schatten des Holocaust, der sich schon über Ihre Kindheit legte und unter anderem darin ausdrückte, dass ein Teil Ihrer Familie den Holocaust nicht überlebt hat. Sie sind in eine jüdische Familie geboren in Moskau, sind dann in Ihrer Jugend mit Ihrer Familie in die USA emigriert, 1991 zurückgegangen nach Russland, haben dann dieses sich verändernde Russland erlebt und auch kommentiert, haben den Aufstieg von Wladimir Putin erlebt, haben dazu auch ein Buch geschrieben, das übrigens auch auf Deutsch erschienen ist, Der Mann ohne Gesicht. Und sie haben dann aufgrund der zunehmenden Repressalien gerade gegenüber Trans- und Homosexuellen sich entschieden, 2013 Russland zu verlassen und in die USA zurückzugehen. Sie leben mit ihrer Familie in New York. Dort unterrichten Sie auch und publizieren für unterschiedliche Publikationsorgane und eben auch seit über einem Jahrzehnt fast oder seit einem knappen Jahrzehnt für den New Yorker. Ihrem Essay, dort ist er auch erschienen, liegt auch eine Reise zugrunde, nämlich eine Reise, die Sie im November durchgeführt haben, von Berlin über Polen in die Ukraine nach Kiew. Der strittigste Punkt in dem Essay ist ein Vergleich von Gaza mit einem nationalsozialistischen Ghetto, das jetzt liquidiert würde. Wir werden gleich nochmal über die Legitimität und auch Sinnhaftigkeit von Holocaust-Vergleichen im Allgemeinen und in diesem speziellen Fall sprechen. Damit aber nicht der Schatten des Vergleichs über alle Aussagen fällt, würde ich Sie jetzt erstmal unabhängig von der Beurteilung der Situation in Gaza, auch für diejenigen, die den Essay vielleicht noch nicht gelesen haben, bitten, eine Einordnung der deutschen Erinnerungskultur vorzunehmen, wie sie sich aus Ihrer Perspektive darstellt. Können Sie uns noch mal sagen, wie Sie den Erinnerungsdiskurs in Deutschland erleben, wie Sie ihn auch in Ihrem Essay beschrieben haben und wie sich Ihre Wahrnehmung seit den späten 90er Jahren bis heute vielleicht auch verändert hat? Vielen Dank, es ist sehr gut hier zu sein. Ich glaube, ich sollte vielleicht, wie wir hier angekommen sind, bevor ich über die Erinnerungskultur hier in Deutschland rede, weil diese Dinge sind intim miteinander verbunden. Das Erste, was ich über den Preiszeremonie
Das war am Morgen, als ich nach Bremen fliegen sollte. Und entweder kurz bevor ich das gehört habe oder kurz danach, also die Stiftung hat eine Äußerung, hat geäußert, dass mein Vergleich mit Gaza zu einem NS-Ghetto hat eine Diskussion ausgeschlossen und es wäre nicht akzeptabel für eine öffentliche Diskussion. Dann war eine Preisverleihzeremonie in Bremen. Das sollte ursprünglich stattfinden in Rathaus und ich glaube, dass vielleicht 400 oder 500 Leute sollte da sein. Aber dann haben wir ein Teamdinner für 14 gehabt in einem Privathaus und eine Diskussion am folgenden Tag für ungefähr 50 Leute und der Raum war ziemlich klein und es gab nur Raum zu stehen. Und das war der einzige Raum, das die Organisation für mich schaffen könnte. Ich habe eine Einladung bekommen, mit Imme privat zu treffen und ich habe diese Einladung abgelehnt, weil zu diesem Punkt das meint, dass ich mit Imme nicht reden möchte. Dann hat er eine andere Äußerung der Stiftung gegeben, dass die Stiftung hat mich unterstützt, aber dass das Rathaus und der Standort gecancelt hätte und ich kam aus der Sowjetunion. Das kam mir ziemlich bekannt vor. Und ich habe dann vorgeschlagen, statt ein privates Gespräch zu haben, wir sollten ein öffentliches Gespräch haben, weil wir hätten ein öffentliches Gespräch. Aber das hat zwar in der Öffentlichkeit stattgefunden, aber das war kein Gespräch. Und muss ich positiv sagen, dass die Stiftung hat mich dann heute eingeladen, um ein öffentliches Gespräch zu führen. Und ich bin dafür sehr dankbar. Das war, ja, sie haben einen sehr langen Weg, sie sind über einen sehr langen Weg gekommen in sehr kurzer Zeit. Und jetzt zum Artikel. Ich habe die Entwicklung der Erinnerungskultur in Deutschland ziemlich lang gefolgt. Das war eine persönliche Obsession damals. Ich habe wahrscheinlich mehr Holocaust-Denkmale besucht, nicht nur hier, aber auch in Osten- und Zentraleuropa. Und ich habe alle Leute mitgebracht, außer meine Kinder. Und vor einer Weile, ich hoffte, dass vielleicht mein Land könnte was von Deutschland lernen und von der Bereitschaft Deutschlands, um die schlimmste Vergangenheit und sich zu stellen und ohne zu zwinkern. Aber es hat sich anders entwickelt über den letzten 20 Jahren und das hat nicht nur in Deutschland stattgefunden, aber das ist vielleicht hier am stärksten und wo der Impact am stärksten war, dass der Holocaust singular oder als singulär betrachtet werden muss und die Zygmunt Bauman, der polnische Denker, der den Holocaust überlegt hat, der ist nach Russland geflohen und da hat ein Buch geschrieben. Und am Anfang, der hat zwei Probleme identifiziert, wenn man über den Holocaust denkt. Zuerst, um zu denken, dass. Und zweitens, dass es nicht viel anders, dass die Menschlichkeit begangen hat und dass es auch ähnlich ist. Also man muss diese Sachen nicht denken oder man muss die beiden gleichzeitig denken. Und ich glaube, dass wenn man den Holocaust jenseits der Geschichte stellt, das könnte jederzeit wieder passieren. Man muss sich die Frage stellen, ob Sachen, die jetzt gegenwärtig passieren, sind die ähnlich wie Geschehen, die in der Vergangenheit passiert sind oder damals vor 90 Jahren. Weil wir wissen, dass der Holocaust möglich ist und das ist unser Vorteil über Leute, die vor 90 Jahren gelebt hatten. Wir sind nicht intelligenter, wir sind nicht moralischer.
Der einzige Unterschied ist, dass Sie haben es nicht gewusst. Sie wussten nicht, dass es möglich war. Und wir wissen, dass es möglich gewesen war. Und wir müssen nicht vorgeben, dass es unmöglich sein sollte, obwohl es schon geschehen ist. Danke, Mascha Gessen. Wenn ich Sie, würde gerne nachhaken und immer an dich auch gleich die Frage stellen. Wenn ich richtig verstanden habe, dann begründen Sie ja Ihre Auffassung, dass der Holocaust nicht singulär gedacht werden darf, mit einem moralischen Prinzip, einem moralischen Appell, um ein weiteres Auschwitz zu verhindern, müssen wir quasi im Namen der Menschenrechte die Einordnung des Holocausts in die Geschichte möglich machen. Immer jetzt sind Menschenrechte und eine Verhinderung einer Wiederholung, würde ich jetzt auch mal als zentrale Anliegen der Heinrich-Böll-Stiftung beschreiben, die sich ja weltweit auch für Menschenrechte einsetzt. Teilst du die Auffassung, die Mascha Gessen gerade formuliert hat, dass der Holocaust im deutschen Diskurs außerhalb der Geschichte gestellt wird? Wie führt ihr hier den Diskurs über die Singularität des Holocaust und braucht es die Shoah, braucht es den Holocaust als Referenzwert, um andere Menschheitsverbrechen zu verstehen oder auch zu verhindern? Ja, danke für die Frage. Also ich habe dieses, Entschuldigung, ich habe das nie wieder so verstanden, dass wir tatsächlich immer schauen müssen, einmal den Anfängen zu wehren sozusagen und das andere auch sehr genau hinzugucken, wenn sich zumindest, also wenn sich im Ausmaß der Menschenverachtung Ähnliches zuträgt. Und ähnlich sage ich jetzt, weil der Holocaust so unähnlich allem anderen ist, in dem Sinne, wie Hannah Arendt, viele von euch werden euch sich daran erinnern, an das Gespräch, was sie mit Gunther Gauss geführt hat, wo sie berichtet hat, sie sprach von sich und ihrem Ehemann, von Auschwitz hörten, wollten wir es nicht glauben. Und sie sagte es, das liegt daran, dass fast alles andere, was passiert ist, konnte man dem Buch Mein Kampf entnehmen. Und dann sagte sie, das wiederholte sie, aber das nicht. Und das hat diese Erschütterung über diese Vernichtungsmaschine, diese industrielle Vernichtungsmaschine, die überhaupt keinen Sinn hat, keinen Sinn, wenn man den Gedanken, das Prinzip des Menschlichen nicht aufgibt, dann, nur dann hat es einen sogenannten Sinn. Und das, wie sie das ausgedrückt hat und was ihr anzusehen war, diese Erschütterung, die immer noch da war, das bedeutet für mich diese Singularität. Es bedeutet aber nicht, dass wir nicht uns in unserer politischen Arbeit, in unserer Bildungsarbeit, in unserem Dasein als politisch denkende Menschen ständig damit beschäftigen, dass wir uns immer wieder klar machen müssen, wie war das möglich, wo wurde weggeschaut, welche Risiken wurden unterschätzt, damit es sich nicht wiederholt. Es wird sich sowieso, Dinge wiederholen sich nie identisch in der Geschichte, denn die Gesellschaft, die Welt hat sich ja verändert. Aber das Risiko ist natürlich da. Und deswegen ist für mich ein wesentlicher Teil der Erinnerungskultur, dass sie von jeder Generation neu wiederhergestellt wird. Also dass jedes Mal, so hat sich ja auch zum Beispiel das Gedenken erweitert. Wir haben jetzt ja, also am letzten Gedenktag im Januar, da wurde der homosexuellen Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Auch der Sinti und Roma wird gedacht. Und so muss jede Generation neu sich die Frage stellen, was bedeutet die Erinnerung, in welcher Kontinuität will ich auch nicht stehen, ja, also in der negativen Kontinuität. Und jetzt bedeutet es auch zum Beispiel, dass wir uns fragen, jetzt auch als Frage an unsere Arbeit, was bedeutet Erinnerungskultur in einer Einwanderungsgesellschaft? Also dieses Konzept der multiperspektivischen Erinnerungskultur, die eben auch bedeutet, dass wir das bereichert, diese Erinnerungskultur. Sie muss aber lebendig bleiben. Wenn es nicht gelingt, sie immer wieder neu zu aktualisieren, dann verliert sie
den kritischen Stachel, den sie für unser politisches und gesellschaftliches Handeln und unsere Diskurse hat. Insofern würde ich nicht sagen, dass sie außerhalb der Geschichte gestellt wird. Aber ich würde den absolut das Ziel teilen, es ist in der Geschichte sein muss, als Verpflichtung an uns. Denn Geschichte, also Entschuldigung, ich bin gleich fertig. Dann, also für mich geht es nicht nur um Geschichte im Sinne der Analyse nach hinten, sondern wir produzieren ja durch die ständige Gegenwart Zeitgeschichte. Also das ist ja ein Kontinuum und das muss in beide Richtungen geschaut werden. So verstehe ich Erinnerungskultur in der Verpflichtung für die Zukunft und die Gegenwart natürlich. Ja, danke, Imme. Du hast jetzt gerade schon Erinnerungskultur und Geschichte angesprochen und auch die Frage der Relevanz zur Erinnerungskultur oder zur Debatte um unsere Erinnerungskultur gehört tatsächlich ganz zentral auch immer die Frage nach dem Vergleichen. Jan, ihr habt euch jetzt ja entschieden, nicht teilzunehmen aufgrund eines Vergleichs, den Mascha Gessen macht, der jetzt einen Holocaust-Vergleich macht in Bezug auf Israel ist falsch, auch in Bezug auf Gaza. Kannst du dazu noch mal was sagen, irgendwie zu der Frage, warum ihr genau das jetzt als problematisch empfunden habt? Ich glaube, wichtig ist zunächst einmal noch mal festzuhalten, dass Vergleiche und auch Bezüge zum Holocaust überhaupt nicht das ist, was sozusagen tatsächlich grundsätzlich nicht geht. Ja, also es gibt diese Möglichkeiten, Bezüge darauf zu nehmen und eben die Lehren daraus auch zu kontextualisieren und zu beziehen auf Konflikte. Und so würde ich gerne noch mal darauf hinweisen, dass 1999 auf einem entscheidenden Parteitag von Bündnis 90 die Grünen zum Eintritt Deutschlands in den NATO-Krieg im ehemaligen Jugoslawien gegenüber Serbien mit der Aussage, Auschwitz ist nicht vergleichbar, aber ich habe gelernt, nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz, diesen Einsatz mit begründet hat. Es ist also nichts, was in der deutschen Debatte vollständig außen vor ist. Und auch damals hat es daran Kritik gegeben. Und ich sage ganz ehrlich, auch ich habe diesen Vergleich von Joschka Fischer auf dem Parteitag sehr kritisch gesehen. Nichtsdestotrotz ist es vollkommen richtig gewesen, auch solche Diskussionen zu führen. Und es ist dann wichtig, in den Austausch darüber zu gehen, was ist an den Vergleichen treffend und was ist nicht treffend. Und ich erinnere mich an einen Moment im Jahr 2009. Da war ich in Tel Aviv in einer Wohnung, die gehörte dem ehemaligen Friedensaktivisten Uri Avneri, der heute nicht mehr lebt. Und ich habe mit ihm sehr lange gesprochen, in einem Jahr, in dem er nicht nur Friedensaktivist, sondern selber ja auch in frühen Zeiten Terrorist war und gegen die britische Besatzungsmacht Anschläge verübt hat, in diesem Jahr einen ganz ähnlichen Beitrag geschrieben hat und vergleicht hat die damalige Situation der Blockade in Gaza Anfang 2009 verglichen hat, dieser Blockade in Gaza mit der Leningrader Blockade im Zweiten Weltkrieg, wo die Rote Armee in Leningrad sich sozusagen in dieser Stadt verschanzt hat und am Ende die Deutschen dort mit Bombardements viele zivile Opfer auch herbeigeführt hat in diesem Setting. Und ich muss sagen, auch damals habe ich über diesen Vergleich mit ihm gesprochen und ich finde es vollkommen in Ordnung, solche Vergleiche aufzustellen, aber ich finde es auch wichtig, dass man sich dann eben der Kritik stellt. Und auch damals fand ich den Vergleich schwierig, aber ich finde den Vergleich dann erst recht schwierig, wenn es nicht etwa um eine vergleichbare, zum Beispiel in diesem Fall militärische Situation geht. Die IDF war nicht in Gaza. Und es ist letztendlich nicht die Situation, eine vergleichbare Situation gewesen, wie das in diesen militärischen Situationen waren. Und wenn man es vergleicht mit einem Ghetto, dann ist der Unterschied eben, und das ist der wichtigste Unterschied, dass zum Beispiel die Jüdinnen und Juden, die in diesem Ghetto waren, nicht etwa sozusagen
menschliches Schutzschild von militärischen Kombattanten waren, sondern die konnten eigentlich gar nicht dazu beitragen, dass sie nicht dort sozusagen zum Opfer werden. Es gab da niemanden, der sich sozusagen mit darunter gemischt hat. Und es hat auch eigentlich... Wir öffnen gleich noch fürs Publikum. Und ich glaube, der Unterschied an der Stelle ist eben auch, diese Menschen standen unter dem Vernichtungsangriff sozusagen, sie waren Teil oder Opfer der Vernichtungsideologie der Nazis, die dort sozusagen tatsächlich auch Morde begangen haben. Und das zu vergleichen mit der Blockade in Gaza, das halte ich für nicht angemessen, das halten wir nicht für angemessen. Und ich glaube, es ist okay, wenn wir das dann auch so sagen und wenn man darüber streitet und wenn man unterschiedlicher Auffassung ist und gerade wenn es dann um sensible, grundlegende Fragen geht, auch zu dem Ergebnis kommt, so können wir nicht in dem Setting eine Preisverleihungszeremonie mitmachen, in der diese Diskussion nicht ausführlich besprochen werden kann von einem solchen Essay wenige Tage davor. Jetzt sind wir mitten in der Debatte. Wir sind an dem Punkt, wann bringen uns Vergleiche einen Zugewinn an Erkenntnis und wann führen Vergleiche auch zu Gleichsetzungen. Und vielleicht ist da auch der Unterschied immer die Frage, wo wir differenzieren. Mascha Gessen, jetzt vielleicht noch mal ganz kurz zum Aufräumen. Wir alle wissen, der 7. Oktober ist eine Zäsur. Terroristen der Hamas haben Israel überfallen. Es wurden hunderte Menschen oder 1200 Menschen brutal ermordet. Es wurden Dutzende Frauen vergewaltigt, Kinder umgebracht und Menschen bei lebendigem Leib verbrannt. Und dem folgte ein militärischer Rückschlag auf Gaza. Wir sind noch gar nicht... Danke für die Frage, aber Sie dürfen sich gleich auch in der Debatte einbringen. Mascha Gessen, ich würde gerne die Frage erstmal an Mascha Gessen geben und dann können Sie gerne mitdiskutieren. Mascha Gessen, Sie haben gesagt, wir brauchen diesen Vergleich jetzt, um eine Sprache zu finden für das, was in Gaza passiert. Sie sagen, das Wort Freiluftgefängnis in dem Essay passt nicht, sondern es muss die Gleichsetzung mit einem nationalsozialistischen Ghetto, es ist passender. Weil es uns die Sprache gibt, das Folgende zu sagen, nämlich das Ghetto werde liquidiert. Da würde ich jetzt gerne nochmal nachhaken, warum brauchen wir diesen Vergleich, um über Gaza zu sprechen? Und die zweite Sache ist, etwas provokativ vielleicht, wenn Sie das so formulieren, das Ghetto, also die Gesamtheit Gazas werde liquidiert, unterstellen Sie dann der israelischen Kriegsführung, nicht nur die Hamas treffen zu wollen, die sich hinter Zivilisten in Schulen, Krankenhäusern und Moscheen versteckt, sondern tatsächlich auch noch eine andere Intention damit zu haben, nämlich die Liquidierung der gesamten Bevölkerung in Gaza. Ich werde versuchen, es kurz zu halten, es wird aber länger dauern. Ich muss zugeben, ich habe Jan leider nicht richtig, ich habe die Einwände nicht wirklich verstanden. Aber ich werde noch einige andere Stimmen erheben, um zu erklären, warum ich diesen Vergleich mache. Ich wollte weg und bin von einem erschreckenden Bild gesehen. Der Bunker lag in Ruinen, das Wasser war abgestellt. Wir hatten Löcher in den Wänden und sahen Feuer aus anderen Gebäuden. Rauch verdunkelte den Himmel. Den ganzen Tag lang, der Hof war voll mit Schutt, Holz, Steine, Glas. Fensterrahmen, Mauerteile, Haushaltsgegenstände, eine schwer zu beschreibende Sicht. Es war schwer, eine Parallele zu finden. Ich
bekannte Zerstörung, insbesondere aus den letzten Tagen 1939. Aber das, was ich hier sah, überstieg alles, was ich je gesehen hat. Rauch Goldmann, ein zeitgeschichtliches Dokument. Und ich gehe in die Städte, Straßen brennen, überall ist Feuer, die ganzen Städte, Mille Samenhof, Lebetskova. Kurz, die Straßen brennen alle. Häuser brennen, Läden, Bürogebäude, das gesamte Ghetto. Das gesamte Ghetto ist ein Meer aus Flammen. Ein starker Wind breitet das Feuer weiter aus von Häusern, die brennen, auf die, die nicht brennen. Das Feuer zerstört sofort alles. Eine erschütternde Sicht. Die Feuer breiten sich so schnell aus, dass die Menschen keine Zeit haben zu flüchten und verbrennen in Sekunden. Ein weiterer Zeugenbericht aus dem Warschauer Ghetto. Der Grund, warum ich glaube, dass der Vergleich wichtig ist, ist, dass ich an Sprache glaube. Ich glaube, dass wenn wir schlechte Metaphern, schlechte Analogien verwenden, dann verstehen wir nicht, was wir sehen. Wir haben oft das Wort Freiluftgefängnis benutzt für Gaza. Ich weiß aber gar nicht, was ein Freiluftgefängnis ist. Aber wenn man darüber nachdenkt, dann hilft es uns nicht, um das zu erklären. Und auch der Vergleich zu einem Ghetto, obwohl das immer wieder aufgetaucht ist, haben die Menschen Angst davor, diesen Vergleich anzuwenden. Aber es wäre wichtig, um zu verstehen, was da wirklich passiert. Eine überbevölkerte, abgeschottete Bereich, wo nur sehr, sehr wenig Menschen kurz raus dürfen, wo eine Kraft von außen alle Zugänge kontrolliert. Aber es gab keine Zellen, es gab keine Wächter. Und die Macht wird von einer lokalen Macht aufrechterhalten, die von der Belagerungsmacht gegeben wird. Und warum, Sie haben gefragt, ob die Ziele des israelischen Militärs über militärische Ziele hinausgehen. Und es gibt hier Hinweise darauf und ich möchte noch mal zitieren. Aber erstmal die drei Geiseln von gestern in Gaza ansprechen. Ich nehme mal an, Sie wissen alle, dass drei Männer irgendwie geflüchtet sind. Wir wissen nicht, wie. Und eine weiße Fahne geweht haben. Und zwei wurden sofort erschossen. Der dritte lief in ein Haus rein, wurde von Soldaten verfolgt und dort erschossen. In der Diskussion, die hier in den letzten Stunden dazu geführt wurde, das Erstaunliche ist, dass das israelische Militär offensichtlich den Befehl hat, keine Gefangenen zu machen. Das ist eine Tatsache, diese Ermordung dieser hier Kriegsverbrechen, weil das waren offensichtlich keine Kämpfer, die hier erschossen worden sind. Und es war nicht das erste Mal, dass das passierte. Das ist schon an einem Checkpunkt schon mal passiert, als ein jüdische Bürgerin als für eine Palästinenserin gehalten wurde und auf Knien erschossen wurde. Wir haben schon oft gehört, dass Menschen, die sich ergeben, nicht bewaffnet erschossen werden. Wir sehen das jetzt wesentlich deutlicher, weil wir das von Israelis sehen. Ich möchte noch den Leiter einer Stadtregierung zitieren. Er hat vor einigen Tagen ein Interview gesagt, Damit Davizar. Ein Zitat. Ich entschuldige mich. Nach dem 7. Oktober, anstatt die Menschen in den Süden zu schicken, sollten wir sie an den Strand schicken. Das Militär kann sie in den Libanon übersetzen, wo es bereits genügend Flüchtlingslager gibt.
Und dann sollte ein Sicherheitsstreifen eingerichtet werden, der komplett leer ist als Erinnerung an das, was einmal da war. Es sollte dem Auschwitz-Konzentrationslager ähneln. Und das ist kein Ausreißer. Ich habe andere Zitate, die uns ganz klar zeigen, was das Ziel der Militäroperation Israels in Gaza ist. Es wird keinen Strom geben, kein Essen, keine Kraftstoffe, alles ist zu. Wir bekämpfen menschliche Tiere und verhalten uns entsprechend. Das kommt aus dem Verteidigungsministerium. Keine Elektrizität wird eingeschaltet, kein Wasserhahn geöffnet und kein Krafttankwagen kommt zurück. Solange die Hamas die Geiseln nicht freilässt, ist das Einzige, was nach Gaza reinkommen kann, sind Tonnen von Sprengstoffen, abgeworfen von Flugzeugen, keine Hilfe. Ich weiß, dass in der allgemeinen Vorstellung die meisten Juden im Holocaust gestorben sind, nachdem sie von Ghettos in Viehtransporten in die Todeslager gebracht wurden. Und das stimmt aber nicht. Aus den 6 Millionen sind 2 Millionen erschossen worden in dem sogenannten Holocaust der Kugeln. Und die anderen 4 Millionen, davon sind ungefähr 2,7 in Gaskammern oder auf andere Art und Weise durch Gas gestorben. Aber die anderen 1,3 Millionen sind durch Hunger und Krankheit gestorben. Heute sagt Human Rights Watch, dass Israel Hunger als Kriegswaffe einsetzt. Das ist ein Kriegsverbrechen und wir können sehen, dass es absichtlich eingesetzt wird. Die WHO hat gesagt, dass in weniger als 60 Tagen die Anzahl von Krankenhäusern von 60 auf 18 gesunken ist. Die meisten drei machen nur erste Hilfe. Und diejenigen, die Patienten aufnehmen, leisten mehr, als sie könnten. Einige behandeln 2- bis 3-mal so viele Patienten, wie sie ausgelegt sind. Die 12 Krankenhäuser, die im Süden noch funktionieren, halten im Moment das gesamte Gesundheitssystem aufrecht. Ich habe noch mehr Beschreibungen, wenn Sie sie hören möchten, wie die Menschen sich um täglichen Bedarf kümmern müssen. Die Bevölkerung ist von extremem Hunger betroffen. Neun aus 10 Bewohnern sind vertrieben worden. Der größte Unterschied zwischen Gaza und den jüdischen Ghettos im besetzten Europa ist, dass die meisten in Gaza noch leben und die Welt noch die Gelegenheit hat, etwas dagegen zu unternehmen. Marsch vergessen. Kurz eine ganz kurze Einordnung und dann würde ich gerne immer an dich kurz geben. Die lokalen Kräfte, Sie sagen, dass das Freiluftgefängnis nicht passt, weil Gaza in der Tat nicht besetzt ist. Die lokalen Kräfte, von denen Sie gerade gesprochen haben, ist die Hamas, die seit 2007 diktatorisch in Gaza herrscht. Eine zweite Sache ist, dass eine Claim ist sozusagen, dass das israelische Militär, dem könnte man jetzt entgegenhalten, dass heute auch der General gesagt hat, es gibt keinen Befehl, Zivilistinnen und Zivilisten zu erschießen und auch ganz offen gesagt, seine Soldaten adressiert hat, dass das nicht wieder passieren kann. Das Zitat, was hier ankommt von Itamar Ben-Gvir, das ist jemand, der auch in Israel als Rechtsextremer galt und bevor er in diese Regierung eingetreten ist, tatsächlich nicht mal in der IDF dienen durfte. Aber ich möchte ganz kurz gar nicht jetzt in den Diskurs über sozusagen gegenseitige Assumptions gehen, sondern was ich höre, Mascha Gessen, ist, und da sind, glaube ich, alle einig, dass es in Gaza eine humanitäre Katastrophe gibt.
mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Imi, ich habe verstanden von dir, ihr habt ja auch Büros in Tel Aviv und aber auch in Ramallah, dass ihr heute auch ein Gespräch habt. Und ich würde gerne mitnehmen, das, was Mascha gestern am Ende jetzt gerade gesagt hat. Wie stellt sich die Situation jetzt aus eurer Sicht jetzt auch in Bezug auf die Büros dar? Und vor allem die Hauptfrage, es ist ja sozusagen ein Appell der Einhaltung des humanitären Völkerrechts. Was können wir tun oder können wir etwas tun, um die humanitäre Situation der Menschen in Gaza zu verbessern? Ja, es ist sehr schwer, dieser Beschreibung zuzuhören, weil sie sehr extreme Situationen darstellt, die wir alle nicht erleben wollen. Und du hast gefragt, wie unsere Büros die Situation vor Ort wahrnehmen. Und die Kolleginnen sitzen hier auch. Es ist ich benutze mal das Wort Trauma, weil die Situation, wie sie ist, hat Mascha Gessen ja beschrieben. Ich würde auch sagen, dass also ein Unterschied ist sicher, dass es in dieser Situation die Öffentlichkeit sehr genau, also wenn ich jetzt vergleiche mit den 30er Jahren und den 40er Jahren, dass die Öffentlichkeit sehr genau hinschaut und dass wir Referenzpunkte haben wie das Völkerrecht und wie die Menschenrechte. Sie dienen gegenwärtig der Beschreibung, aber sie dienen gegenwärtig nicht dem Eingriff. Und da muss ich, an der Stelle muss ich ja eigentlich das Völkerrecht bewähren. Was unsere Büroleitungen heute berichtet haben, ist, dass es der Effekt auf die Gesellschaften eine Traumatisierung ist. Und zwar in Israel durch diese Erschütterung des Sicherheitsversprechens und in Ramallah und Gaza natürlich durch diese Gewalterfahrung und den massenhaften Tod. Wenn ich das in die Zukunft denke, dann bedeutet das, dass diese Traumatisierung die Bedingungen dafür, dass es ein gesellschaftliches, ein politisches Gespräch geben kann, dass diese gerechte Vorstellung von friedlichem Nebeneinander oder Zusammenleben, dass es in noch weitere Ferne rückt und eben auch diese politische Lösung, die wir auch vertreten oder mit erreichen wollen, sehr naiv erscheinen lässt in der gegenwärtigen Situation. Insofern ist eine unserer Handlungen in dieser Situation vor Ort zu sein, das zu hören und das auch hier weiter zu geben und auch genau hinzuschauen. Ich halte aber die Unterscheidung doch für wichtig, so schwierig es klingt. Ich finde diese Äußerung von Ben-Gvir furchtbar und ich fand auch die Äußerung von Gallant, als er gesagt hat, es sind menschliche Tiere und das wird immer wieder zitiert, für schrecklich. Und sie passt und sie widerspricht der Erklärung der Menschenrechte, dass man niemandem Menschen seine Menschenwürde absprechen kann. Dennoch finde ich es wichtig, dass es möglich, also darauf zu beharren, dass eine Armee zurückgerufen werden muss, wenn sie diese Übertretungen begeht. Also, dass es wäre aus meiner Sicht besser, wenn es möglich wäre, jetzt von Israel auch politische Vorstellungen zu hören und nicht auf rein militärisch zu agieren. Aber wir haben auch gehört von unserem Büroleiter vor Ort, dass es großen Rückhalt gibt in der Gesellschaft dafür,
militärische Stärke zu beweisen. Und das, also das ist nach einer Lösung. Es gibt Forderungen nach einer politischen Lösung, aber es gibt keinen differenzierten, ausgestalteten Diskurs, wie so eine politische Lösung aussehen könnte. Und das finde ich auch sehr beunruhigend. Ich glaube, das ist sozusagen beides. Wir sehen in beiden, so ist das in Gewaltspiralen, dass sich da extremistische Stimmen natürlich auch besser durchsetzen. Wir haben auch eine Mehrheit von Palästinenserinnen und Palästinensern, die zumindest zum jetzigen Zeitpunkt die Hamas unterstützt. Dazu müssen wir jetzt aber auch, wir müssen sprechen, und wir müssen, das ist jetzt gerade angeklungen, wir müssen sprechen darüber, wie kann eine Lösung aussehen, wie können wir dazu beitragen, dass Israel und Palästina beide sozusagen ihr Recht auf, klar, nationale Selbstbestimmung haben. Ja, Imme, willst du noch kurz ergänzen? Dann würde ich gerne noch mal kurz an Mascha Gessen nehmen. Ja, also was ja auch gefordert wird, ist der Waffenstillstand. Und dann gibt es die Unterscheidung zwischen sofortigem Waffenstillstand und nachhaltigem Waffenstillstand. Und ich interpretiere die Forderung nach einem nachhaltigen Waffenstillstand so, dass damit gesagt wird, es muss ein Waffenstillstand sein, der so lange anhält, dass er eben ermöglicht, für eine Koexistenz zu arbeiten. Und wer setzt sich dafür ein? Wer kann das erreichen? Das ist meine Frage auch. Das ist jetzt, Mascha Gessen, das ist ja auch eine Frage, wer setzt sich dafür ein? Das ist ja auch Ihre Frage gewesen, was können wir eigentlich tun? Ich möchte doch noch einmal eine ganz kurze, provokante Frage stellen. Führt der Vergleich, also der Ghetto-Vergleich von Gaza, nicht dazu, dass wir eigentlich viel weniger darüber reden, was wirklich in Gaza passiert und was wir jetzt tun müssten, und mehr darüber reden, ob Holocaust-Vergleiche angemessen sind oder nicht? I have no idea what you're asking me. Da habe ich keine Ahnung, was Sie da eben gefragt haben. Ich frage mich, ob wir uns durch den Vergleich nicht mehr mit uns selbst beschäftigen als mit Gaza. Ich habe Mascha Gessen gefragt. Ihr dürft gerne auch mitdiskutieren, aber die Frage geht trotzdem noch an Sie. Wir öffnen gleich für Fragen. Ich nehme noch einen anderen Aspekt mit, das ist auch der letzte Aspekt, bevor wir dann öffnen, dann können Sie sich alle gerne mit Fragen in die Debatte einbringen. Es geht um Sprache, es geht um die Frage von, und das ist ja auch eine Frage von Macht von Sprache und was können wir bewirken durch Sprache, das ist sozusagen unser Instrument. Mascha Gessen, jetzt haben Sie auch in Beiträgen jetzt um die Preisverleihung von einem Silencing gesprochen. Und davon, dass sozusagen mundtot gemacht werden, Positionen wie Ihre. Und Sie haben auch in einem anderen Kontext von der McCarthy-Ära gesprochen. Vielleicht würde ich gern Jan dazu mal noch mit in den Diskurs reinnehmen. Wie steht ihr zu diesem Vorwurf, dass in Deutschland angeblich sozusagen ein Silencing stattfindet? Ist der Vorwurf gerechtfertigt in Bezug auf die deutsche Debatte oder auch Nicht-Debatte im Allgemeinen und in Bezug auf die Böll-Stiftung im Speziellen? Ich glaube, es ist wichtig, dass man diese Vorwürfe, die dort kommen, sehr ernst nimmt. Denn wir müssen dafür sorgen, dass gerade in diesen schwierigen Zeiten Gesprächsräume offen gehalten werden und Möglichkeiten geschaffen werden, so wie jetzt gerade, Möglichkeiten geschaffen werden, um ins Gespräch zu kommen. Dass die Entscheidung so gefallen ist, wie wir sie jetzt haben, liegt vor allen Dingen daran, dass im Rahmen einer solchen Preiszeremonie diese Möglichkeit nicht gegeben war. Wir schaffen sie jetzt hier, aber ich will darauf eingehen, ist das eigentlich tatsächlich so, dass es überhaupt nicht möglich ist, über diese Dinge zu reden? Und so wird es ja jetzt dargestellt. Ich bin der Auffassung, das ist nicht so. Wir diskutieren hier ganz offen miteinander und ich erlebe es da auch nicht so, dass wir da jetzt irgendwie gerade ein Sprechverbot im Raum haben oder dass irgendjemand mundtot gemacht wird. Im Gegenteil, wir schaffen Raum dafür, öffnen Räume, und ich würde mich freuen, wenn andere das auch tun. Aber in diesem Land kann man sehr, sehr viel sagen, sehr viel mehr als in vielen anderen Ländern der Welt. Das ist verfassungsrechtlich verankert, die Meinungsfreiheit.
ist verfassungsrechtlich verankert. Und ich bin stolz darauf, dass sie in der Verfassung steht. Und ich werde alles dafür tun, diese zu verteidigen. Aber sie ist da, verfassungsrechtlich verankert, und sie muss durchgesetzt werden. Aber Meinungsfreiheit bedeutet nicht, das Recht zu haben, dass man einer Meinung nicht widerspricht. Sondern widersprechen, Dissens ist auch Teil der Meinungsfreiheit. Und das ist wichtig, dass das offen bleibt. Dass wir auch in der Lage sind, uns zu widersprechen, Dissens zu haben und dass jemand auch sagen darf, also ich akzeptiere deine Meinung, ich diskutiere auch gerne mit dir darüber, aber eine Plattform biete ich dir dafür jetzt nicht unbedingt. Es ist jetzt gleich, Sie können schon mal Ihre Fragen schärfen, Sie sind nämlich gleich dran. Ich würde noch einmal gerne Mascha Gessen fragen. Zu einem Aspekt. Und zwar, jetzt hat ja dieser Rückzug des Vorstands von der Teilnahme an der Preisverleihung, die Frage geht in die Richtung, dass Sie auch reagieren können. Jetzt hat der Vorstand, ja, dieser Rückzug von der Preisverleihung ja dazu geführt, dass viel mehr über Ihre Positionen gesprochen wurde, als vielleicht ansonsten nichts. Sie hatten die Möglichkeit, in sehr vielen Medien auch Ihre Positionen darzustellen. Ich würde jetzt gerne noch einen Punkt, eine Frage stellen. Sie selbst schreiben in Ihrem Artikel, dass wir immer auch in der Gefahr sind, dass der Diskurs instrumentalisiert wird von rechtsextremen und antiliberalen Kräften. Ist es nicht, wenn wir jetzt sozusagen, wir leben in einem Rechtsstaat, Jan hat das gerade gesagt, Artikel 5 Meinungsfreiheit, auch in einem der wenigen Rechtsstaaten noch, in dem wir alle unsere Meinung, egal ob wir sie mögen oder nicht, äußern dürfen, das tun auch alle, auch hier zum Glück. Ist es nicht, sehen Sie keine Gefahr daran, dass möglicherweise so ein Claim von Silencing und von eingeschnittenem Meinungsdiskurs, den wir hier eben vor allem von rechtsextremen Kräften hören, dass das auch ein Punkt ist, der dann instrumentalisiert werden kann? Everything can be instrumentalized, including the Holocaust. Alles kann instrumentalisiert werden, also Holocaust inbegriffen, wie wir gerade gesehen haben. Aber wir können hin und her sprechen über was mit dem Preisverleihen da geschehen ist. Und ich will nicht lang darüber reden, aber ich möchte trotzdem einige Sachen korrigieren. Der Normalprozess für den Preis, wir müssen einen Empfang haben am Freitagabend und dann eine große Diskussion an der Universität folgen morgen. Und diese Diskussion ist gecancelt worden, weil der Vorstand sich zurückgezogen hat. Also um zu sagen, dass diese Diskussion war nicht möglich, Herr, und dass jetzt Sie haben einen Raum geschaffen dafür, das ist nicht wahr, nicht genau wahr. Das gesagt, ich bin dankbar, dass wir heute darüber reden können. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist und ich nehme das nicht für genommen. Es ist wunderbar für jedes Land und dieses Land insbesondere, damit wir eine öffentliche Diskussion darüber haben könnten. Und zu hören, also wenn Ihr Ansatz vor einem Tag, dass keine Diskussion möglich war. Also ich glaube, dass beides sind gleichzeitig wahr. Aber wir müssen beide Seiten anerkennen. Und jetzt. Ich glaube, was ich gerade erwähnt habe, also man hat versucht, mich zu canceln. Das hat gescheitert. Ich bin froh, dass dieser Versuch gescheitert hat. Nicht nur, dass der Versuch hat gescheitert, aber dass nie hatte so viele Leute so viel Aufmerksamkeit meines Artikels gegeben. Und ich glaube, das wäre nie in Deutschland veröffentlicht worden und das wäre nie übersetzt. Aber ich glaube, das war nicht die Absicht der Leute, die sich zurückgezogen haben. In der Debatte und ich würde Sie jetzt gerne einladen, Ihre Fragen zu stellen. Ganz kurz, wie Sie sehen, es sind sehr viele Finger oben. Ich würde Sie deshalb tatsächlich bitten, um möglichst vielen Menschen die Chance zu geben, Ihre Frage einzubringen, dass Sie sich ganz kurz in einem Satz vorstellen und dann auch gleich eine Frage, keinen langen Kommentar anschließen.
Und wir sammeln jetzt erst einmal und ich fange hier vorne bei der Dame an. My name is Ruth Luschnert. Ich bin Ruth Luschnert. Stimme für gerechten Frieden. Wir hatten auch einen Widerstandskämpfer aus dem Warschauer Ghetto bei uns. Der ist natürlich jetzt schon gestorben. Also die Leute haben sich schon gewehrt, auch mit Waffen, auch im Warschauer jüdischen Ghetto. Das nur mal so zur Anmerkung. Ich wollte sagen, diese Zensur findet ja auch statt, wenn die Leute Angst haben. Zum Beispiel, als die letzte feministische globale Frauenfriedensbewegung war, das war gegen den Irakkrieg von Herrn Bush. Wenn wir den verhindert hätten, hätten wir viel verhindert. Und dann war es so, dass die Böll-Stiftung mit der Taz zusammen einen Frauenfriedenskongress in Berlin machen wollte. Und Frau Claudia Roth hat Angst vor Herrn Schröder gehabt und hat das Geld zurückgezogen. Wenn dieser Diskurs nicht unterbrochen worden wäre durch diese unnötige Angst von Frau Roth, weil nämlich Herr Schröder 14 Tage später hat er gewusst, dass er die Wiederwahl gewinnt, indem er behauptet, er würde nicht mitmachen beim Irakkrieg. Entschuldigung, die Frage. Ich möchte gerne wissen, ob wir für den Frieden vielleicht eine positive Rache, das Geld für diese Konferenz jetzt kriegen. Können Sie sich gerne teilen mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung? Es gibt nicht mehr dieselbe globale Frauenfriedensbewegung, aber wir brauchen sie für die Zukunft, gerade auch dort. Danke, gleich dahinter. Ja. Entschuldigung, das Mikro. Wir bleiben jetzt mal kurz, wir sammeln mal kurz hier in dem Block, damit das hier die Wege des Mikros kurz sind. Guten Tag, mein Name ist Esther Dischereit. Der offene Brief, den ich verteilt habe, stammt von mir. Ich möchte als erstes Mascha Gessen begrüßen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Und ich bin der Meinung, dass der Vorgang, den die Heinrich-Böll-Stiftung hier in Gang gesetzt hat, zunächst mal der Versuch ist, auch ihre persönliche Reputation und Integrität zu beschädigen. Das ist ein Vorgang, den wir insbesondere gegenüber vielen Jüdinnen und Juden im Land besonders jetzt erleben. Ich begrüße Candice Breis. Jetzt meine Frage. Sie hatten erwähnt, dass Sie in ganz besonderer Weise sich mit den Formen der Erinnerung an den Holocaust beschäftigt haben. Und das nicht nur auf Deutschland beschränkt, sondern auch die osteuropäischen Länder. So, und jetzt gibt es ja einen Diskurs, der begonnen hatte, gerade den deutschen Approach zu dieser Erinnerungskultur als Gedächtnistheater zu skizzieren. Sie haben das mehr in die Richtung überlegt, was wäre davon zu lernen. Im Augenblick befinden wir uns ja in einem Zustand, wo man von Gesinnungstheater sprechen muss. Wie würden Sie das jetzt bewerten? Die Bewertung vom Gedächtnistheater. Nochmal ganz kurz an alle der Appell. Es können sich entweder wenige sehr lange äußern oder viele kurz mit einer Frage. Wir wollen uns jetzt nicht sozusagen gegenseitig Vorträge halten, sondern die Chance nutzen, Fragen hier auch an Mascha Gessen zu richten. Bitte dort hinten der Herr. Vielleicht mit dem Beispiel, wie man es kurz macht. Ja. Christoph Reuter, der Spiegel. Eine Frage zum Ghetto-Vergleich, weil das, was Yoav Gallant, israelischer Verteidigungsminister, am 9. Oktober sagte, kein Wasser, kein Strom, nichts, keine Nahrungsmittel, gilt ja weiter fort. Maximal sind 3-10% geliefert worden. Das heißt, sämtliche Bewohner werden ausgehungert, Krankheiten steigen an, alles ergänzt sozusagen aneinander. Was ist die Position der Böll-Stiftung zu dieser Form des Aushungerns, des Verbreitens von Seuchen, des Verdurstenlassens schlussendlich, die ja die gesamte Bevölkerung betrifft, nicht nur Hamas. Danke, Frage ist angekommen. Ja, da hinten noch sehe ich zwei Hände. Die Frage ist ganz kurz und vielen herzlichen Dank, dass Sie miteinander heute geredet und auch am Auditorium. Aber können Sie bitte antworten, Sie haben miteinander geredet, aber was haben Sie für sich selbst verstanden? Was bringen Sie nach Hause nach diesem Gespräch? Und wie werden Sie danach alle vier oder wir handeln? Danke. Dankeschön, das war knapp und eine direkte Frage. Danke dafür. Wir gehen jetzt hier einfach mal weiter, einmal durch den Raum, dann sammeln wir und dann gehen wir zurück ans Podium. Ja. Danke, Bernd Reinberg, um den weißen Elefanten im Raum mal zu nennen.
Warum, Marsha Gessen, sprechen Sie nie von der Hamas und ihrer Auslöschungsfantasie? Das würde mich interessieren. Danke, Bernd. Jetzt hier weiter. Hallo, Xenia Kellner. Ich versuche mich kurz zu halten. Meine Frage geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung wie von der Frau davor. Was mir heute ein bisschen gefehlt hat, ich glaube, wenn es ein Austauschraum ist, dann geht es nicht nur ums Fragenstellen, sondern brauchen wir mehr Räume für generativen Dialog. Ich glaube, es gibt ein großes Bedürfnis dafür, es ist ein Anfang, aber ich finde auch, dass sich die Böll-Stiftung ein bisschen aus der Verantwortung zieht, auch anzuerkennen, dass wenn eine Organisation wie die Böll-Stiftung einen Preis cancelt und keine Austauschräume vorher schafft, auch eine Mitverantwortung trägt, dafür, was passiert, für Machtverschiebungsprozesse. Ganz kurze Frage bitte. Die Frage. Meine Frage geht auch in die interne Richtung, und zwar, was nehmen Sie mit und wie können wir dafür sorgen, dass die Böll-Stiftung in Zukunft eine Rolle spielt, dass wir mehr von diesen Austauschräumen haben. Ich möchte noch ganz kurz sagen, ich stehe hier auch, nicht beruflich, aber ich stehe hier auch als BAG-Sprecherin, BAG-Frauensprecherin der Grünen. Und ich will nur sagen, intern haben wir totale Diskussionen darüber. Es gibt ein Netzwerk feministische Außenpolitik, BAG globale Entwicklung. Intern brennt es total und die Expertinnen, die sich dazu äußern, finden nicht den Raum. Und ich möchte auch die Frage stellen, wie die Böll-Stiftung in Zukunft es schafft, dass die Vorwürfe nicht weiterstehen, dass sie nicht mehr politisch unabhängig sind, sondern dass sie eher einen Raum dafür geben können. Danke, Raum für weiteren Austausch. Wir kommen jetzt hierher, gehen wir nach vorne hier zu Caroline Ehmke, bitte. Bitte, wir müssen hier sozusagen, seien Sie fair mit dem gesamten Raum, bitte halten Sie sich kurz, sonst kommen wir da nicht mehr an und ich muss hier unterbrechen, wäre unfair. Freue mich sehr, dass es dieses Gespräch gibt und diesen Austausch. Und ich freue mich auch sehr, dass die Position vertreten wird, dass wir darüber diskutieren können müssen. Ich würde ganz gerne die Böll-Stiftung fragen wollen. Es ist heute der 18. Dezember. Am 7. Oktober waren die entsetzlichen Massaker der Hamas. Und in der Folge darauf die Angriffe auf Gaza und in Gaza. Ich würde gerne wissen, wie viele Veranstaltungen hat es seither in der Böll-Stiftung gegeben, in der Raum geschaffen wurde, um diese Ereignisse öffentlich zu diskutieren? Danke, Caroline. Dahinter war, glaube ich, auch noch eine Hand. Ja. Yes, thank you very much. Vielen Dank, Mascha. Ich würde gerne fragen, vielleicht können Sie noch etwas ausführen. Warum glauben Sie, dass die Erinnerungskultur in Deutschland diese Richtung genommen hat? Sie haben in Ihrem Artikel besprochen, es hat viel über den Ghetto-Vergleich gegeben, aber Sie haben viel über die Antisemitismus-Beauftragten gesprochen und gesagt, dass kaum einer davon Jude ist. Wie ist das gekommen und was bedeutet das? Lauft ihr mit dem Mikro hier nach vorn, bitte? Ah, danke, Annette. Mein Name ist Hartmut Bäumer. Ich war viele Jahre in der Mitgliederversammlung und im Aufsichtsrat dieser Organisation. Und ich muss sagen, ich habe mich noch nie so geschämt. Geschämt darüber, dass eine Organisation, ich komme zu der Frage, die für Menschenrechte und für Meinungsfreiheit steht. Und ich bin Jurist und ich war auch schon mal an einem Verfassungsgericht. Also ein bisschen Ahnung habe ich dazu. Und Jan, das, was du eben zur Meinungsfreiheit gesagt hast, das zieht mir den Boden unter den Füßen weg. Die Frage bitte. Die Frage kommt, bitte. Ob das, die kommt, aber diesen Satz muss ich noch sagen. Die fängt bei jedem Einzelnen an. Und auch bei einer Organisation. Du kannst dich nicht auf den Staat berufen und sagen, wir haben Meinungsfreiheit. Die stirbt hier. Und die stirbt dort, wo Gesellschaften nicht mehr dafür eintreten. Meine Frage ist, ich unterstelle und unterstütze das, was die Vorgängerinnen und Vorgänger gesagt haben. Was macht die Böll-Stiftung jetzt? Dankeschön an Marsha, dass sie diese Diskussion mit ihrem Beitrag eröffnet hat. Aber jetzt möchte ich von euch wissen, was tut ihr jetzt? Darum geht's. Danke. Das Mikro hier nach vorn. Bitte kurz.
Katharina Raabe, ganz kurze Frage. Was hat Sie dazu bewogen, diese ungeheure Beschädigung einer Autorin herbeizuführen? Warum hält sich eine grüne Stiftung nicht an das Gesetz? Es müssen Kontroversen möglich sein und eine Diskussion über diesen Artikel, auch wenn Sie nicht mit ihm übereinstimmten, hat nichts damit zu tun, dass man eine Preisverleihung, die angesetzt war und die man unterstützt, dass es ein Gesetz ist, dass man sie nicht zurückzieht. Das war Feigheit und ich verstehe nicht, warum Sie es gemacht haben. Ich finde es beängstigend, dass Sie es gemacht haben. Die Räume schrumpfen. Darf ich ganz kurz den Appell, wir gehen jetzt noch weiter, aber ganz kurz eine Wiederholung. Ist jetzt zwar eine wunderbare Unterstreichung, wenn wir mehr Zeit hätten, aber bitte Räume, Heinrich-Böll-Stiftung, was macht die HBS? Die Fragen sind da und auch schon gedoppelt. Bitte kurz und bitte keine Wiederholung. Ja, aber das Mikro ist nicht hier. Da. My name is Candy Spraits. My question is... Ich bin Candy Spraits. Ich frage die Böll-Stiftung. Warum ist die Heinrich-Böll-Stiftung, warum trägt sie zur Zerstörung der jüdischen Diversität, der Meinungsvielfalt, der jüdischen Meinungsvielfalt in diesem Land bei? Glaubt die Böll-Stiftung, dass es angemessen ist, progressive jüdische Meinungen in diesem Land vor dem Hintergrund der Geschichte zu beschädigen? Und wann wird die Heinrich-Böll-Stiftung eine Möglichkeit finden, verschiedene jüdische Meinungen aufzufangen, auch wenn sie nicht den deutschen Vorstellungen entsprechen? Das ist das Mindeste, was man einer progressiven Stiftung zumessen müsste. So, wir nehmen jetzt hier noch drei Hände und dort noch eine und dann gehen wir zurück aufs Podium. Hello, my name is Nancy Duplessis. Ich bin Nancy Duplessis und eine kurze Vorstellung. 1978 hatte ich ein Picknick mit traditionellen Marokkanerinnen im Norden von Marokko. Und die haben mich gefragt, was zum Teufel ist diese uneingeschränkte Unterstützung der USA für Israel? Und ich habe gesagt, Augenblick, hören Sie zu. Ich habe gesagt, der Holocaust. Und dann bin ich nach New York zurückgekommen und habe angefangen nachzulesen. Und dann gab es die Invasion im Libanon. Und dann habe ich Yuri Avnimiri gehört. 41 Jahre ist das her. Ich habe zugehört und ich habe den Eindruck, dass die Leute auf dem Panel hier von der Heinrich-Böll-Stiftung nicht zugehört haben. Wann werden sie anfangen, den Palästinensern zuzuhören? Wann werden sie anfangen, andere zu hören? We listen to diversity, Jewish voices, Palestinians. Okay. Ich war ein großer Bewunderer von dir, Mascha, mit dem Buch über die Juden in Birobidschan, wie man damals diesen Staat zerstört hat durch Fehlinformationen. Ich kann nicht verstehen, wie so eine kluge, analytisch denkende und mutige Frau nicht verkennen kann, dass es nicht Israel ist. Das ist nicht Israel. Die Debatte findet jetzt noch jetzt hier Frage, statt, das ist die Frage. Ich frage, warum sie nicht verstehen kann, dass die Hamas es ist, die eigene Bevölkerung im Ghetto hält und nicht Israel. Kein Israel. Israel hat niemals dafür gesorgt, dass die im Ghetto ist. Wieso verstehst du das nicht? Und Hamas, die werden morgen frei, wenn man die Geiseln entlässt und Hamas weggeht, ist die Bevölkerung frei. Das habe ich vorgestern vom israelischen Sprecher. Ich habe es vorgestern vom israelischen Sprecher hier in Deutschland gehört. Sag nicht Lüge. Wir haben alle die Gelegenheit, auch im Anschluss noch weiter miteinander zu sprechen. Dann müssen wir uns nicht anschreien und alle können vor allem reden. Jetzt noch bitte der Herr und dann gebe ich zurück ans Podium. Es tut mir leid, wir müssen das jetzt hier. Bitte der Herr, der sich da gemeldet hat, Annette Nehm. Also ich wollte ganz kurz mich beziehen auf Susan Nyman, den Sie auch zitiert haben in Ihrem Essay. Und ich kenne Susan Nyman selber, sie macht Workshops zu Framing und Wording. Und das ist ein Thema, das frühestens seit dem Zweiten Weltkrieg durch George Orwell 1984
mit den sogenannten Newspeak oder Neusprech bekannt geworden bitte. Ist. Und auch die Grünen haben Schwierigkeiten gehabt mit einer Politikerin, mit einem schlechten Wording. Und gerade in solchen kontroversen Debatten ist es doch wichtig, wenn man sie auch wirklich konstruktiv verführt, dass jeder beteiligte Akteur und Redner sich bemüht, ein bestimmtes Wording und auch und sich Framing bemüht, vielleicht eine kurze Frage jetzt zu stellen. Und die Frage ist für mich, inwieweit der Autor hier das berücksichtigt hat, gerade vor dem Hintergrund, wir Deutsche, und Herr Kurtuholzki hat das mal gesagt, wenn Begriffe toxisch geworden sind, gerade im Hinblick auf Nationalsozialismus, das war ein gewisser Herr Kurtuholzki. Toxische Begriffe, ich habe jetzt noch keine Frage. Und die Frage ist an ihn, hat er das genügend berücksichtigt, Framing und Wording in solchen Debatten, damit solche Debatten eben nicht ausufern und eskalieren? So, Mascha Gessen, Jan und Imme, es gibt einen ganzen Chor von Fragen. Ich würde gerne Mascha Gessen einladen, zuerst nochmal. Das war gerade keine Frage. Entschuldigung? Ja. Ich würde eine Frage stellen, weil davor, das war ja keine so richtig. Janne Horras, wäre auch ein bisschen peinlich, ehemalige Stipendiatin der Studienstiftung das ist, hier. Achso, der Studien. Meine Frage ist an die beiden Vorstände, ob im nächsten Jahr auch jüdischen und palästinensischen Stimmen Raum gegeben werden wird, hier zu sprechen. Vielen Dank. Danke, das war eine präzise Frage. So, ich möchte gerne an Mascha Gessen zurückgeben. Es gab Fragen nach dem Gedächtnistheater, es gab Fragen nach, inwieweit sprechen Sie oder sprechen Sie nicht über die Hamas und Sie suchen sich aus, zu welchen Positionen Sie sich jetzt positionieren. Ach, und noch die Frage auch, warum? Die Frage nach dem, warum es diesen, was Sie glauben, warum es diese Art von Erinnerungskultur gibt. Also ich hab vier Fragen notiert. Die schöne Frage um die Lehre, um die Lektion. Ich glaube, dass die Lehre für mich persönlich war, dass ich soll versuchen, Gespräche zu führen. Es gab eine Stunde, wo ich dachte, ich würde nicht im Flugzeug stehen, um nach Bremen zu reisen. Ich glaube, keiner wäre besonders überrascht, wenn ich nicht gekommen wäre. Aber ich habe sehr viele wunderbare Gespräche gehabt, mit diesem Gespräch auch. Und ich hoffe, dass es einen Unterschied macht oder dass es zu weiteren Gesprächen führt. Warum ich nie über Hamas rede und seine Vernichtungsfantasie, das ist nicht wahr. Ich habe über die 12. September-Angriffe, darüber habe ich auch im New Yorker geschrieben. Ich glaube, in diesem Moment, dass was dringend ist, also für die Menschlichkeit, ist nicht Hamas. Es ist, was passiert in Gaza. Wann es gibt einen Waffenstillstand und wie das zustande kommt, dann wird Hamas eine Frage. Daran gibt es keinen Zweifel, aber das ist nicht die dringendste Frage heute. Warum die Gedächtniskultur diese Richtung genommen hat und wie wir zu diesem Punkt gekommen haben, das ist eine sehr gute Frage. Und ich bin sicher, dass ich keine gute Antwort dafür habe. Ich glaube, dass die Sagen habe eine Tendenz zu ossifizieren. Oder dass die Ideen gleich zur Ideologie werden. Und das ist der Unterschied zwischen Ideen und Ideologien. Dass die Ideen, für Ideen braucht man zu denken und für Ideologien braucht man nicht mehr zu denken. Und das ist auch das führt auch zu diesem Gedächtnistheater. Das ist was wir Undenken machen. Und das ist der Deswegen müssen wir immer eine Frage stellen, ob die Sprache, die wir benutzen, ist so genau wie möglich und ob
die Sprache, die wir nicht benutzen, ist eine Sprache, die wir benutzen sollten. Und ich glaube, es gibt sehr spezifische Dinge, die wir unterstreichen müssen, die nicht nur in Deutschland relevant sind, aber auch in den Staaten. Und auch diese Definition von Antisemitismus von IHRA. Und das zu dem Zeitpunkt sah relativ harmlos aus. Und ich glaube, dass die Leute wissen nicht, was es sagt. Aber das ist von einer NRA, das war dieser Bündnis für die Holocaust-Gedächtnis. Und dass man, dass jeder Kritik von Israel ist, kann mit Antisemitismus gleichgestellt werden. Aber das ist, wie es angewendet wird. Und viele der Bürokratie, die in Deutschland erschienen ist, um Antisemitismus zu damit definieren, hat diesen Begriff und diese Definition sehr streng angewendet. Das Gleiche passiert gleich in den Staaten. Das Antisemitismus ist mit Antisemitismus gleichzustellen. Das nimmt zu und wir sehen komische Bündnisse dann in den Staaten, wo eine Mehrheit von den Republikanern haben für eine unbindende und es gibt viele Jüdische, die dafür nicht bestimmt haben und die haben gesagt, dass Antizionismus ist manchmal Antisemitismus und manchmal ist das nicht. Jede Kritik von Israel kann nicht immer mit Antisemitismus gleichgestellt werden. Also ich habe eine große Freude, darüber zu reden. Das ist nicht wie über abstrakte Ideen, wie die Fragilität von der Demokratie. Das ist was sehr Genaues, was getan werden müssen. Diese Definition, wir müssen das ablehnen. Und diese Definition von Jerusalem, das ist auch von vielen Akademikern, die den Holocaust studiert haben, wir müssen diese Definition adoptieren. Und darüber musste ich... Das ist wirklich schlecht für den Juden, dass Antizionismus mit Antisemitismus gleichgestellt ist. Dass Antisemitismus existiert. Und das wird klein gemacht durch, also wenn man sagt, dass Kritik des Staates Israel, das verkleinert das Problem von Antisemitismus und das stellt die Juden dann in Gefahr. Vielen Dank. Und die letzte Frage für mich. Hamas, nicht Israel, unterdrückt die Bevölkerung. Hamas hat die Mauer nicht gebaut. Hamas, das ist nicht wahr. Also... Nee, die Debatte werden wir jetzt auf dem Podium halten. Hamas hat tyrannisch Gaza verwaltet, das stimmt. Und Hamas wird in Gaza unterstützt. Obwohl es wäre absurd, die öffentliche Meinung in der Kriegszeit mit der öffentlichen Meinung in den Konditionen, die tyrannisch sind. Die Palästinenser haben keine Möglichkeit, die Meinung auszudrücken seit fast zwei Jahrzehnten. Und wir haben keine ausreichende Informationen, wen sie wählen würden, wenn sie die Möglichkeit dafür hätten. Israel im Gegenteil. Obwohl sie sagen, dass die Leute, die jetzt zitiert haben, die sind Extremisten, die sind in der Regierung, weil die Juden in Israel die gewählt haben. Weil die Hälfte...
die Hälfte. Gleichzeitig muss man sagen, dass es in Israel 10.000 Menschen seit einem Jahr auf die Straßen gehen und demonstrieren. Und ich glaube, es passt Extremisten immer ganz gut, wenn sie für eine Gesamtheit meinen zu sprechen. Aber ich will jetzt, wir brauchen auf jeden Fall Räume. Es gibt noch mehr Kommentare. Räume, neue Räume, das war ein Punkt auch an Imme und an Jan nochmal. Wo sind die Räume, in denen wir weitersprechen können? Wo sind Räume für diverse jüdische Stimmen? Wo sind Räume für palästinensische Stimmen? Vielleicht möcht ihr noch mal zu den Punkten Stellung nehmen. Ich weiß nicht, Jesjan. Ja, ich will zunächst einmal auf Caroline Imkes Frage antworten. Soweit ich mich jetzt zurückerinnere und den Überblick habe, waren es etwa 5 Veranstaltungen, die der Stiftungsverbund organisiert hat, inklusive der, die wir heute vor dieser Veranstaltung als Bundesstiftung durchgeführt haben, wo die Leiterinnen aus Ramallah und aus Tel Aviv jeweils in die Diskussion gegangen sind mit, ich glaube, Bente Scheller, unsere Regionalleiterin, war auch dabei. Ich weiß nicht mehr so genau, wie das jetzt das Setting heute war, aber auf jeden Fall würde ich auch diese Veranstaltung, die wir jetzt gerade haben, als einen Teil dessen sehen. Und damit haben wir schon eine Reihe von Veranstaltungen, in denen die stattgefunden haben. Ich hätte mir gewünscht, dass es mehr sind. Wir haben zum Beispiel die deutsch-israelischen Literaturtage eigentlich geplant, unmittelbar. Die unmittelbar 2 Tage nach dem 7. Oktober sollte stattfinden. Aber die israelischen AutorInnen waren in einer Situation, in der man sie schwer, sage ich mal, überzeugen konnte, jetzt hier nach Berlin zu kommen und hier Lesungen abzuhalten. Und ich glaube, das ist auch ein Grundproblem, dass wir einfach in einer Situation sind, in der eben die Betroffenen auch alle extrem belastet sind. Das ändert nichts daran, dass es mehr Veranstaltungen braucht, aber ich will das nur einmal benennen. Und ich würde mich sehr freuen, und wir arbeiten daran, dass wir im kommenden Jahr eben auch tatsächlich mehr Räume dafür schaffen können, in denen auch Israelis und PalästinenserInnen gemeinsam zu Wort kommen können, um über diese Lage und die Frage einer Friedenslösung vor allen Dingen zu diskutieren. Ich glaube aber auch, das will ich an der Stelle schon auch noch mit ergänzen, dass es für eine Diskussion, die tatsächlich dazu beiträgt, nach vorne eine Lösung beizutragen, auch von hier aus, die wir ja sozusagen von außen in so eine Konfliktlösung mit rein diskutieren, dass es dafür schon auch die Anerkennung einerseits des Leides auf beiden Seiten braucht, des massiven Leidens, das stattgefunden hat. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass das auch immer wieder einfach anerkannt wird. Und das ist kein sozusagen auch abschließend mal eben damit geben kann, und dass es andererseits aber auch ein Anerkennen der jeweils anderen Seite als Menschen sein muss und eine differenzierte Betrachtung. Die Palästinenserinnen und Palästinenser sind nicht automatisch Hamas, und die Israelis in Israel sind nicht automatisch Jogaland. Und ich finde das durchaus wichtig, dass man diese Differenzierung auch geht. Und zum Beispiel haben wir in den Veranstaltungen, die wir gemacht haben, vor allen Dingen dass wir sind als Heinrich-Böll-Stiftung eng verbunden mit den progressiven israelischen AkteurInnen, die diese Regierung kritisieren, die Rechtsextremen von Anfang an immer kritisiert haben, und mit denen in den Diskurs zu stehen und denen eine Plattform zu bieten, das für uns völlig natürlich, und diese Differenzierung dann aber auch zuzulassen, dass das nicht alles dieselben sind, sondern dass wir da im Diskurs stehen mit unterschiedlichen Akteuren, die Differenzierung zuzulassen. Und aus meiner Sicht gehört da eben auch ganz klar dazu, dann auch deutlich zu machen, was die Ideologie der Hamas ist. Genauso wie es auf der anderen Seite wichtig ist, deutlich zu machen, was die Ideologie auch von rechtsextremen AkteurInnen in Israel ist. Und ich glaube, da den Diskurs weiter zu ermöglichen und gemeinsam in einen ruhigen, offenen Diskurs reinzugehen, indem wir es uns erlauben, einen positiven Beitrag gemeinsam auch für die Lösung dieses Konflikts und die Beendigung des Leids
zu leisten, das muss im Zentrum stehen. Und ich würde mir wünschen, dass das auch die Stimmung und die Haltung ist, die aus diesem Raum rausgeht. Danke, Jan. Ich würde immer auch gerne nochmal das Wort geben. Ja, ich möchte vielleicht noch einen anderen Aspekt hinzufügen. Diese Diskussion, die wir heute haben, es gibt auch andere. Und wir haben die Frage, wie viele Veranstaltungen haben wir gemacht? Es hätten mehr sein können. Ich denke das auch und ich hoffe, dass wir im kommenden Jahr mehr haben und auch so, wie Sie gefragt haben, wo wir die Stimmen von Israelis, von Juden und Jüdinnen haben und von PalästinenserInnen. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Aber was wir erlebt haben in den letzten Monaten, ist, dass eine ganz scharfe Diskussion auch durch unsere Organisation ging. Und das ist bei sehr vielen Organisationen so, die politisch tätig sind oder eben auch in der humanitären Hilfe tätig sind. Das ist, und das hat uns sehr viel Zeit und Kraft auch gekostet. Wir haben diese Diskussionen versucht zu führen. Wir haben sie nicht immer in idealer Form geführt. Wir haben aber sehr viel Zeit auch mit unseren Büros verbracht. Das muss auf jeden Fall verbessert werden, aber das ist Teil dieses politischen Prozesses und dieses Prozesses der Aneignung, der Erinnerung an den Holocaust aus meiner Sicht, in der Bedeutung für die Gegenwart. Und da war die Frage, wie ist die Position der Heinrich-Böll-Stiftung zum Aushungern und Verdursten lassen? Auf der Grundlage der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts können wir damit natürlich überhaupt nicht übereinstimmen. Und das ist zu verurteilen, es muss sich ändern. Ganz kurz, Simme hat ja, das Wort. Also es wurde auch gesagt, dass wir sind verbunden mit der Grünen Partei, aber wir sind nicht identisch. Und das bedeutet zum Beispiel ganz praktisch, dass das Auswärtige Amt seine Politik nicht mit uns abstimmt. Und es bedeutet, dass wir aber auch die Notwendigkeit haben, hier in die Stiftung tatsächlich zu nutzen für diese Dialogräume, für Orte, wo eben kritische Debatten stattfinden können. Das habe ich ja gesagt, das wollen wir mehr machen. Das ist auch das, was ich mitnehme von dieser Veranstaltung. Aber es ist nicht immer so, dass das, was wir hören, wenn wir in die Stiftung und ihre Familie hineinhören, so eindeutig mehrheitlich ist wie hier. Das ist leider gehört auch zu unserer Realität. Das ist so in Deutschland. Diejenigen von Ihnen, die in Deutschland leben, wissen das. Und das müssen wir auch berücksichtigen. Und das sehe ich auch als Teil des Diskussionsprozesses, den wir führen müssen, um selber zu einer Position zu kommen, die tatsächlich die Rechte beider anerkennt und dazu beiträgt. Dazu beiträgt auch, dass es, das hatte ich vorhin vergessen, das gehört für mich auch zu einer lebendigen Erinnerungskultur, gegen Antisemitismus, gegen Rassismus, gegen Islamophobie vorzugehen und eben für offene Räume weiterhin zu sorgen. Vielleicht noch, ich gucke gerade, ob es dann noch etwas gab. Also, ja, genau, ja, ja. Genau, das ist uns auch klar. Und ja, ich habe ja von Jüdinnen und Juden gesprochen, aus gutem Grund und nicht immer von Israelis. Das ist ein Unterschied. Ach so, nein, das sieht er, das weiß er auch. Das ist klar. Aber ich verstehe, dass häufig in Deutschland nicht so wahrgenommen wird, weil es gleichgesetzt wird. Das ist zum Beispiel dein Kollege. Nein, ganz das, kurz, so wenn ich jetzt nicht zweigespricht, immer so antwortet, bitte. Gehört. Aber es ist jedenfalls für uns eine Herausforderung. Es ist evident in dieser Situation, weiterzuarbeiten und erkennbar zu sein als eine Organisation, die sich den Menschenrechten, dem Völkerrecht, der Demokratie verpflichtet fühlt und selber auch erkennt, wenn sie sich vielleicht nicht so verhält, dass es immer
für klar ist. Und das ist einer der Gründe, weswegen wir diese Veranstaltung heute gemacht haben. Und deswegen sind wir auch sehr dankbar, dass Mascha Gessen gekommen ist. Ich glaube, es wären nicht so viele gekommen, wenn Mascha Gessen nicht gekommen wäre. Und ganz kurz. Ja, an diese Frage, also ja, da, vielleicht, das war, warum wir die... Warum haben Sie das Bremer Rathaus als Frau? Nein, das war nur die Frage, die ich schon gestellt habe. Ja, also wir haben uns mit der Bremer Stiftung beraten und während wir uns beraten haben, hat uns die Nachricht erreicht, dass das schon geschlossen war. Das ist der Ablauf, wie wir ihn erlebt haben. Ich glaube, Katharina Rabe, dass es, wir haben viel jetzt geschlossene Räume, wir wollen diese Debatte, wir haben heute einen Raum offen gemacht. Ich möchte gerne noch die Namensträgerin Hannah Arendt jetzt hier mit aufs Podium holen. Hannah Arendt hat nämlich in all dem, was sie geschrieben hat, immer gesagt, irgendwie, dass es nicht darum geht, dass wir Resultate erzielen, sondern dass wir in einem Gespräch sind, was nie abgeschlossen wird. Wir haben am Anfang auch gesagt, es gibt einen Mut, ein Wagnis, in die Öffentlichkeit zu gehen. Und ich möchte allen danken, die jetzt den Mut hatten, auf diesem Podium zu sprechen, diese Debatte aufzumachen. Und ich möchte mit einem Zitat, erlauben Sie mir die 2 Minuten, denn ich glaube, wir vergessen manchmal auch, was wir gemeinsam haben. Von Hannah Arendts, letzte Günter Gauss in dem berühmten Interview 1964. Da hat er auch Hannah Arendt gefragt, was dieses Wagnis der Öffentlichkeit, das war seine letzte Frage an Sie. Dieses Wagnis der Öffentlichkeit, worin besteht es für Hannah Arendt? Und ich zitiere sie jetzt wörtlich, verkürze sie nur ein bisschen. Das Wagnis der Öffentlichkeit scheint mir klar zu sein. Man exponiert sich im Lichte der Öffentlichkeit und zwar als Person. Das zweite Wagnis ist, wir fangen etwas an. Was daraus wird, wissen wir nie. Einfach ganz konkret, weil man es nicht wissen kann. Das ist ein Wagnis. Und nun würde ich sagen, dass dieses Wagnis nur möglich ist im Vertrauen auf die Menschen. Das heißt, in einem schwer genau zu fassenden, aber grundsätzlichen Vertrauen in das Menschliche aller Menschen. Anders könnte man das nicht. Und ich möchte mit Ihren Worten schließen und sagen, danke an Mascha Gessen, danke auch an Jan und Imme, dass ihr dieses Wagnis der Öffentlichkeit heute eingegangen seid. Diese Debatte ist jetzt zu Ende, aber wir werden weitersprechen, auch hier. Und danke an Sie.